Und weiter geht's mit Let's Play Dead Space. Ja, die Pause war jetzt ein bisschen lang. So, weiß nicht, 2 Wochen oder so war es ja jetzt, dass ich mal eine Zwangspause machen musste, weil ich einfach erkältet war und ja, es hätte nicht geklungen, wenn ich aufgenommen hätte. Jetzt geht's wieder und damit würde ich sagen, wollen wir mal weitermachen mit Dead Space. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt jetzt durch die kleine krankheitsbedingte Pause. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ich weiß es nicht. So, und wir müssen da lang. Ich versuche mich gerade zu entsinnen, wo wir sind. Wir sind auf diesem Abbaudeck, wenn ich mich nicht irre. Und wir wollten einen Sender an einem Asteroiden anbringen, glaube ich, ne? So, dann wollen wir mal schauen. So, ich gucke aber gerade mal wegen den Waffen. Cutter. Wieso nachladen? Achso, 12. Ach stimmt, wir hatten ja die Muni-Kapazität erweitert. Ich erinnere mich. So ganz grob zumindest. So, bei dem nicht. Ich will bloß mal kurz gucken, was ich für Waffen habe. Okay, dann rüsten wir mal den... Nein, wir rüsten nicht den Cutter aus. Wir nehmen hier die kleine Impulsrolle-Dingens da, also das kleine Impulsgewehr. Und dann geht es jetzt auch los. So, wie hat man denn gleich nochmal geöffnet hier? Kann ich das nicht öffnen? Oder drücke ich die falsche... Ich drücke die falsche Taste, natürlich. Ja, das kommt davon, wenn man in der Pause, in der man nicht Let's Playen kann, auf einmal nicht mehr Dead Space spielt, sondern Mass Effect und dann alles mit der Umschalttaste irgendwie macht, wenn man sich das da so hingelegt hat, dann will man das hier natürlich auch machen. Hauptsache, ich fange jetzt nicht an, in den Kämpfen pausieren zu wollen, um alles richtig zu machen. Okay, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren und haben hier keinen Energiekern. Das heißt, wir müssen den Energiekern von drüben holen, natürlich. Dann mal los. So, wo haben wir das gute Stück denn? Hier oben, alles klar. Jetzt muss ich bloß schauen, welche Taste hier die Dingens war. Aha, whoop. Say what? Kam jetzt einer? Wie auch immer, wir gehen einfach mal. So, und zur Not können wir dem ja, demjenigen, der dann ankommt, ja unseren kleinen Energiekern hier ins Gesicht schießen. Bisschen schneller wäre natürlich auch geil, geht aber leider nicht. What? Wo? Auf das Säckchen? Ja, so wünschen wir uns das. Ja, ich wollte eigentlich den Sack haben und mal lustig durch die Gegend schießen, aber hey, was soll's. So, erstmal so. So, ja, ich hätte gern die Plasma-Energie. Möchtest du die denn nehmen oder hast du keinen Platz mehr oder? Hä? Ach, ich hab's gerade nicht so mit der Steuerung, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit aus Versehen auf R gedrückt und nicht auf E. Na gut. Dann will ich mal kurz das Säckchen haben. Platsch! Wunderschön. So, jetzt aber mal weiter hier. Mensch, ich brauche ja ewig, um mich hier wieder reinzufinden. So, wir wollen ein bisschen Action erleben, deswegen können wir ja eigentlich gar nicht so... Was? Ja. Deswegen können wir ja nicht so rumtrödeln. So, dann wollen wir mal auf nach unten und mal schauen, was uns da Lustiges erwartet. So, nur mal nach oben gucken, dass wir hier nicht überrascht werden. Okay. Dann hinein in die gute Stube. Wo sind wir denn hier? Sieht nicht so einladend aus irgendwie. Ich mag diese Art von Gängen nicht so wirklich. Diese komischen Dinger, die hier so reinragen, die machen den Gang gleich ein ganzes Stück schmaler und lösen so leichte Beklemmungen in einem aus. Also nicht, dass ich jetzt, dass mich das total fertig machen würde, aber irgendwie schon so ein bisschen. So, ich guck mal kurz. Natürlich müssen wir dort lang, das war klar. Dann können wir hier erstmal sammeln gehen. Wenn ich jetzt vor irgendeinem Gegenstand stehe und ihr euch wundert, warum ich den nicht benutze, es liegt einfach daran, dass ich die ganze Zeit die Umschalttaste drücke, um es zu aktivieren. Oh, das wollte ich gar nicht. Na gut, schauen wir erstmal. Logbuch des Abbaubetriebs. So, haben wir das? Einmal nach unten gescrollt.
So, wunderbar. Weg damit. Und weiter. So, das ganze Zeug eingesammelt. Schön. Auch das nehmen wir mit. Und dann haben wir hier natürlich auch noch eine Tür. Das ist ja spitze. Oh. Hey, Dudes. Bin ich hier richtig? Eintritt Schwerelosigkeit. Na klar doch, was sonst? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Was genau soll ich hier tun? Leute? Kommen hier Gegner? Gegner? Was? Ich höre es doch die ganze Zeit. Natürlich kommen hier Gegner. So, Köpfchen ab und dann wechseln wir doch mal auf die hier. Jetzt schneid doch mal das Ärmchen ab. Kann ja nicht so schwer sein. Okay. Noch einer. Die halten aber ganz schön was aus hier, muss ich sagen. Bis denen mal irgendwelche Gliedmaßen abfallen? Erstaunlich. So, das war's jetzt aber, oder? Noch mehr? Mal lieber in Bewegung bleiben. Oh, da. Jetzt schneid doch mal, ja geht doch. Was, er lebt noch? So, Ruhe. Haben wir sonst noch irgendwelche Gegenstände? Ja, natürlich haben wir noch. Ein Stasepäckchen. Kommt schon wieder jemand? Mich stört es hier, dass hier so viele rumfliegen. Du solltest eigentlich den wegschießen. Ja, genau. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen hier. Das geht so nicht. Also insofern wir dann auch mal jemanden erwischen. Sehr gut. So, hoch ins Feuer mit euch. Aber ich glaube, das ist kein Feuer zum Aufräumen so richtig. Na gut, okay. Dann wollen wir uns hier mal der Anlage widmen. Was auch immer wir hier... Achso, das ist zum Abschießen direkt dann. So weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen ja erstmal... Ich ahne es. Wir müssen auf das Ding drauf, oder? Scheiße. Kann ich das hier mit Stase ein... Nein, Quatsch, wo war denn Stase? Stase war... So? Nee. Oh, fuck, wie ging denn Stase? C. Aha. Aha, na da. Yay, sehr gut. Ich dachte es mir gerade schon. Du solltest dich ganz schnell umdrehen und nochmal Stase machen. War aber offenbar ein kleines bisschen zu spät. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich jetzt das ganze Zeug nochmal einsammeln muss und so. Tut mir leid. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz kurz einen Schnitt reinmachen und wir sehen uns gleich direkt vor dem Asteroiden wieder. Mal sehen, ob es dann klappt. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Und jetzt wollen wir mal einen zweiten Versuch starten. Keine Ahnung, ob das jetzt besser wird. Ich weiß auch nicht genau, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen... Oh Gott. Ein Moment geistiger Umnachtung. Drücke niemals, wenn du nicht weißt, was du eigentlich tun willst. Das war sehr dumm, ich weiß. Also, oh Mann, scheiße. Bis gleich nochmal. Also ich spiele es jetzt nochmal. Ich will euch das nicht antun, das jetzt nochmal alles machen zu müssen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder vor dem Ding stehe und es dann nochmal verkacke. Bis gleich. Und der nächste Versuch. Und ich fragte mich gerade, was zur Hölle tue ich ja eigentlich? So. Jetzt haben wir es mal angehalten und ich glaube, ich muss auf die andere Seite, oder? Eintrittvakuum. Ah, und hier drüben dürfte ja das Ding eigentlich nicht vorbeikommen. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Tatsache, dass hier Viecher rumspringen, stimmt mich fröhlich. Und jetzt habe ich mich doch tatsächlich gerade dabei erwischt, wie ich die Zeit anhalten wollte. Es war so klar, dass es so Mass Effect-mäßig jetzt bei mir durchkommt. Ups. Und natürlich pünktlich zum Rausgehen hier sacken die Frames bei mir mal wieder weg. Ist ja logisch. Was?
Von wo denn? Ach, da. Oh. Ja, wenn du mal bitte zielen könntest. So, jetzt geht's auch wieder mal flüssig. Das ist schön. Bring die Tentakelchen raus. Danke sehr. Gut. Sammel mal ein. Ja, danke. Was? Oh. Oh. Okay. Dann eben so, das ist mir auch recht. Oh shit, hier ist der Sauerstoffärme. Das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Geht das Ding auch mal weg hier? Schnell rüber. Ich will jetzt gar nicht erst mich lange damit aufhalten, hier rumzugucken, wo ich bin. Sonst zermatscht mich das Ding wieder. Das muss ja auch nicht sein. So, jetzt können wir mal gucken. Sind wir denn wieder auf dem Boden oder an der Decke? Ne, wir sind auf dem Boden, ne? Gut. So, dann können wir mal schauen, was hier sonst noch so rumhängt. Denn wir haben ja soweit jetzt erstmal unsere Pflicht getan. Dann können wir jetzt mal... Nein, wir sind immer noch nicht auf dem Boden, sehe ich gerade. Sammel doch mal bitte. Dankeschön. So, und ich glaube, hier sind schon wieder irgendwelche Viecher, oder? Viecher? Viecher? Keine Viecher? Okay. Gut, wir müssen ja dann auch das Ding wegfeuern, aber zuvor will ich jetzt erstmal wieder hier runter. Das Ding macht mich fertig, diese Geräusche. Ich denke die ganze Zeit, hier kommen irgendwelche Biester an. So. Und da oben kommen wir natürlich nicht ran, nicht wahr? Ja, ist ja logisch. Wie sollte es auch anders sein? Wir müssen nochmal hüpfen. So. So, wo sind wir denn hier? Wo ist denn diese Kiste? Da ist die Kiste. So, zack, nach unten. Und wir gleich hinterher. Yay! Platsch! Wo genau ist jetzt der Gegenstand, der da eigentlich drin sein sollte? Ach, da! Na, sammel doch bitte mal. Dankeschön. Das ist gut, denn meine Impulsmunition habe ich gerade komplett schon aufgebraucht. Okay, wir könnten uns mal ein Medipack einwerfen, stelle ich gerade fest. Und jetzt will ich auch mal schnell speichern, verdammt, weil ich jetzt so gewohnt bin. Ja, den Asteroiden würde ich gern abschießen. Wie geht denn das? Nicht hier offenbar. Gut, dann gehen wir erstmal wieder. Mal schauen, wo wir jetzt hin dürfen. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt erstmal geschafft haben. So, weg mit euch. Und dann schauen wir mal, welche grausamen Sachen uns jetzt zu erwarten. Nochmal fix aufgeladen, die Stase. Okay. Und ich höre es schon wieder. Was bist du denn für einer? Wer hat denn dir die Beine kaputt gemacht, mein Freund? Das sind ja Zustände hier. Magst du mir denn keinen Gegenstand geben? Das finde ich unfreundlich. Ganz ehrlich, das ist nicht nett. Ich muss ja sagen, ich finde von der aktuellen Anzugform den Helm von Isaac ganz cool. Das sieht aus wie irgendwelche Teufelshörner oder so, die er auf der Stirn hat. So, auf jeden Fall müssen wir wieder nach oben. Und dann nehme ich mal an, dass wir erstmal weg müssen aus diesem Bergungsdeck hier. Oder zumindest wieder zur Konsolensteuerung, die aber sicherlich irgendwo anders sein wird, um den Asteroiden wegzuschießen. Wie jetzt nach unten? Willst du mich verarschen? Was soll ich denn da unten? Okay, dann also wieder nach unten. Ich muss sagen, ich weiß nicht, es könnte sein, dass man hört, dass ich ein bisschen lustlos bin. Das liegt daran, dass ich auch derzeit ein bisschen hart zeitlich eingebunden bin und jetzt eigentlich auch keinen Bock habe auf Dead Space so richtig, weil das ja vom Stresslevel her jetzt nicht gerade ohne ist. Und deswegen habe ich eigentlich nicht so eine Lust drauf. Allerdings wollte ich, nachdem ich jetzt 2 Wochen Pause gemacht habe, euch jetzt auch nicht ewig warten lassen. Oh, das Ding. Toll, was soll ich damit?